Ja, Leon ist halt einfach viel interaktiver, fängt Gespräche an und viel, ja, lockerer auch, einfach so ein smarter Dude. Zwischen mir und Leon läuft es jetzt sehr harmonisch. Meine kleine Prinzipesse. Gerade bin ich sehr happy und habe jetzt nicht das Bedürfnis, da meine Fühlerchen weiter auszustrecken. Laura fühlert jetzt also nur noch an Leon rum. Laura hat mir nach dem Date ein gutes Gefühl gegeben. Ich glaube, ich habe aktuell noch die besseren Karten. Wir zeigen mal, wie es richtig geht. Hier das Kuschelbusiness am Beispiel von Alessandra und Fabi. Alessandra ist, ja doch, das ist schon, also eine Traumfrau, ja, auf jeden Fall. Und sie hat auch so viel Potenzial. So, also ich weiß noch nicht alles über sie, aber das, was ich kennengelernt habe, passt alles für mich, ja. Noch so übelst kleine Hände, guck mal. Mhm. Komm. Wir sind keine fremden Leute, doch bisschen mehr als beste Freunde. Mhm. Hey. Es läuft alles perfekt. In die richtige Richtung. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass da gar nichts ist. Vielleicht nicht Liebe, aber irgendetwas anderes. Ich bin da richtig stolz drauf, dass er sich so committed hat. Wie wär's bei dir? Würdest du jetzt bei mir bleiben oder nicht? Wenn er mich wählen würde für ein Date, dann würde ich aufs Date mit ihm gehen. Oh, das mag er gar nicht. Ich würde es mir halt einfach anhören, ohne ihn kennenlernen, aber ich wüsste dann schon, was wir haben. Ich meine, deswegen lassen wir uns ja auch aufeinander so ein. Aber hast schon gut rumrum geredet gerade. Nein, ich würde es nicht machen. Ich glaube nicht, dass da eine Granate dazwischen kommen kann. Wir wissen, wie es hier abgeht und deswegen muss man einfach gucken. Was ist so dein Typ? Groß, braune Haare, Bart, braune Augen, schwarz finde ich auch gut. Du meinst dunkle. Dunkle? Kritisch! Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.